Moin, moin, Freunde des köstlichen Hopfens. So, wir haben es kurz nach 5. Es wird Zeit für einen neuen Testhobel. Beziehungsweise es ist zwar ein neuer Testhobel für mich, aber das gibt es hier auch. Beziehungsweise gab es hier mal. Wir haben jetzt hier im Test das Veltins helles Pillekin. 5,2%. Pater fand das sehr wässrig. Jörg fand das auch sehr wässrig. Und jetzt soll ich das auch mal testen. So. Dann haben wir hier Zutaten: Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Kommt aus der Veltins Brauerei Meschede Grevenstein. Okay. Warte, ich lese das mal vor. Kann man lesen? So, jetzt. Das helle Pilligen ist ein mildes und süffiges Hellbier mit besonderem Charakter, die angenehme Spritzigkeit, das feine Aroma und die dezente Hopfennote machen das helle Pilligen zu einem besonderen Geschmackserlebnis, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Umgangssprachlich Verkleinerungsform von Pulle, Flasche. Aha, okay. Also, man das jetzt mal auf. Ah, da kommt eine schöne Verdunstung, das sieht man auch im Video. So, der Kronkorken zeigt nochmal das Pilligen. So, zwei Hampelmänner, die da so ein Fass tragen. Wie hier auf dem Bild. Wie auf dem Etikett. Wir riechen mal an der Flasche. Ja, das riecht schon. Für mich jetzt. Für mich riecht das jetzt schon wie ein helles. Das riecht typisch Felddienstmäßig. Gerstenmalz und Hopfen. So, da kippen wir das jetzt mal ins Glas. Und beim Eingießen sieht man schon, dass das ziemlich hell ist. Aber meine Kumpels, ja, fast schon zu viel. Aber es ist nur noch ein kleiner Schluck dran, den kriegt man wahrscheinlich auch noch rein. So, ich bin ja normalerweise kein Glastrinker. Ich hätte das jetzt einfach so aus der Pulle getrunken. So, kleiner Schluck noch. So, da ist noch ein bisschen Schaum drin. Den kriegen wir wahrscheinlich auch noch rein. So. So wird das gemacht, Pater. So wird eine 0,33 Liter Flasche ins Glas gekippt. So. So. Es ist, ja, also für ein helles ist das sehr hell. Das ist, tja, was der Name schon sagt. Es ist überhaupt keine Perligkeit zu sehen. Weder im Video noch live. Hier sind natürlich jetzt ein paar Haare dran. Der Schaum, feinporig, kann man das sehen? So, ja, feinporig. Keine Kraterbildung zu sehen. Keine Kraterbildung zu sehen. Es ist ein sehr feiner Schaum. Riechen jetzt mal im Glas. Ja, riecht typisch helles. Hopfen und Gerstenmalz und Hopfen. Na, dann probieren wir mal, ob das wässrig schmeckt. Wässrig schmeckt das jetzt erstmal nicht für meinen Geschmack. Es hat so einen komischen Beigeschmack. So. Pulle ist leer. Geschmacklich ist das ein bisschen komisch, aber nicht wässrig. Also Gerstenmalz und Hopfen. So, wir schütteln jetzt mal noch ein bisschen. Naja, nee, eher leichte Perligkeit, aber beim Eingießen war da überhaupt keine zu sehen. Also Veltins
Pilz ist ja nicht so mein Ding, aber das hier, das ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Also geschmacklich beim zweiten Schluck, ja, hat das so ein komisches Aroma. Ich kann das nicht beschreiben, aber Gerstenmalz und Hopfen schmecke ich da nicht raus. Ja, beim dritten Schluck wirkt das wirklich sehr dünner. Also, wässrig kommt schon irgendwie jetzt hier beim dritten Schluck schon hinterher. Also das kann nicht überzeugen. Also das ist nicht so okay.